Ihnen gar nicht sagen, was das für mich bedeutet. Da ist noch etwas, diese Kreatur, dieses Monster. Sie ist meine Tochter. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Sie sein muss. Ich will kein Mitleid, Shepard. Ich nehme es nicht an. Der Zustand meiner Tochter ist meine Schuld. Und meine Sühne dafür besteht darin, sie zu töten. Sie sollen mich nicht bemitleiden, sondern einfach meine Lage verstehen. Wie ist das alles geschehen? Ich war in meiner Jugend ständig unterwegs, auf der Suche nach Abenteuern. Ich habe Leute getötet, mit ihnen geschlafen oder einfach ganze Nächte durchgetanzt. Ich habe viel gelernt, viele Erfahrungen gemacht. Und dann begann meine matronale Phase. Ich konnte mich endlich zurücklehnen, mich sonnen und meine Familie genießen. Aber in einem einzigen Moment wurde mir all das genommen. Das klingt schrecklich. Ich saß in einem medizinischen Labor und ein kurzsichtiger Arzt redete auf mich ein. Und ich lernte, dass nichts so war, wie ich es mir gedacht hatte. Ich gab alle meine Besitztümer auf. Mir gehört nichts. Und ich erstrebe nichts. Alles, was ich weiß, wird mit mir sterben. Und jetzt besteht mein Lebensziel darin, meine eigenen Kinder zu vernichten. Solche Momente verändern einen. Und ich habe noch Jahrhunderte vor mir, in denen ich damit leben muss. Ich rede zu viel, verzeihen Sie. Helfen Sie mir, meine lange verschollene Tochter zu finden und sie zu töten. Wir werden Morinth finden. Ich hoffe, dass wir bald nach Omega fliegen können. Ach so, nee, okay. Ich werde darüber nachdenken. Aber jetzt muss ich gehen. Natürlich. Interessant. Interessant, ja. Wir gehen aufs Maschinendeck. Und haben wir noch irgendeinen holen sollen? Ich glaube, haben wir jetzt fast alles. Aber einer kommt auf jeden Fall noch. Oder eines kommt auf jeden Fall noch. Und das möchte ich auch gerne haben. Ich glaube, Saids Mission mache ich so als letztes. Weil für die Mission von Samar brauche ich ein bisschen... Ich glaube, da brauche ich sehr viele Punkte, von wegen Vorbild sowas. Da kann man sich schon mal drauf einstellen. Wo war jetzt... Gut, na, da, klar, Kazumi stand, Kazumi? Teilt natürlich irgendwo hier im Raum der Maschinen, genau hier. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Wir hatten wirklich keine Zeit für ein Gespräch, während wir die Geth auf Haystrom erledigt haben, nicht wahr? Ich kann nicht glauben, dass so viele gestorben sind. Nochmal danke, dass Sie Riga da lebendig rausgeholt haben. Und das alles für Daten, wie man Sterne in die Luft jagt. Ich hoffe, der Admiralitätsrat kann damit was anfangen. Haben Sie was von Karl Riga gehört? Hat er seine Verletzungen überstanden? Er hat mir eine Nachricht geschickt. Es sieht so aus, als würde er sich vollständig erholen. Jeder Riss im Anzug ist ein reines Glücksspiel. Riga ist mit einer relativ harmlosen Infektion davongekommen. Erzählen Sie mir etwas über den Admiralitätsrat der Flotte. Er ist eines der beiden großen politischen Gremien bei meinem Volk. Die Admirale treffen alle Entscheidungen, die mit der Verteidigung zu tun haben oder sofortiges Agieren erfordern. Außerdem kümmern sie sich um Kapitalverbrechen, wie etwa Verrat. Die andere politische Macht ist das Konzil, bestehend aus Repräsentanten jedes Schiffes. Sie verabschieden die meisten Gesetze und fällen Entscheidungen, die die Flotte betreffen. Was Neues über die Daten, die Sie übermittelt haben? Da werde ich wohl eine Weile nichts hören. Und auf einem ungesicherten Kanal schon gar nicht. Haben Sie Probleme damit, sich auf der Normandie wieder heimisch zu fühlen? Ich mag die Ruhe, aber ich vermisse die alten Gesichter. Presley, Techniker Adams, alle eigentlich. Es ist irgendwie komisch, dass Cerberus auf diesem Schiff das Sagen hat. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, für Sie zu arbeiten? Ich habe auf Freedom's Progress eine gewisse Spannung registriert und später wieder, als Sie zum ersten Mal an Bord kamen.
Was ist zwischen Cerberus und den Quarianern vorgefallen? Sie haben die Edena angegriffen, eins unserer Schiffe. Sie wollten wohl einen jungen Menschenbiotiker, der sich an Bord befand, töten oder unter ihre Kontrolle bringen. Ich kenne keine Einzelheiten. Ich weiß nur, dass Cerberus sich damit das Volk der Quarianer zum Feind gemacht hat. Sieht es so aus, als würden Sie hier die Fäden ziehen, Tali? Ich arbeite nicht für Sie. Sie arbeiten für mich. Dann haben Sie also die Wanzen und Überwachungsgeräte überall auf dem Schiff angeordnet? Ich weiß ja, dass Ihnen jemand im Kampf gegen die Kollektoren den Rücken stärken muss. Aber seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich erwarte, dass Sie uns irgendwann hintergehen werden. Aber wir werden darauf vorbereitet sein. Freut mich, das zu hören, Shepard. Sagen Sie Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Ich sollte jetzt zurück an die Arbeit. Danke für Ihren Besuch. Okay. Kenne. Kenneth, wussten Sie schon, dass sich auf dem Unterdeck eine verrückte Frau eingenistet hat? Was? Wenn sie was anfasst, bringe ich sie um. Ach ja, und oberhalb der Gürtellinie trägt sie nichts außer Tätowierungen. Oh, ich wollte natürlich sagen, ich muss mal zu ihr runtergehen und sie an Bord willkommen heißen. Und sie ist eine Killerin. Ihre biotischen Kräfte können sie mit einem Augenzwinkern zerquetschen. Sie hasst alle bei Cerberus. Verdammt nochmal! Verarschen Sie mich nicht ständig. Das war keine Verarsche. Shepard, was kann ich für Sie tun? Können Sie irgendetwas tun, damit die Normandie gegenüber einem Schiff der Kollektoren im Vorteil ist? Absolut. Mit den richtigen Teilen kann ich unsere Schilde verstärken. Die Kollektoren haben die Barrieren der Normandie beim letzten Mal fast sofort durchdrungen. Mit meinen Upgrades haben wir vielleicht bessere Chancen. Nämlich. Okay. Dann zurück aufs Kampfinformationszentrum. Combat Information Center. CIC, KIZ. Wie auch immer. Wäre ja fast sogar nötig, mal wieder eine Feuerwehrmission zu machen. Aber Lust habe ich darauf jetzt eigentlich keine. Ich kann ja mal gucken, ob es hier irgendwo eine Anomalie gibt. Das finde ich ja nicht schlecht. Hier gibt es keine Anomalie. Hier auch nicht. Schade. Na gut, dann gehen wir zum Massenportal. Ja. Immer noch eine ganze Menge. Tanker waren wir noch nicht. Aber da Feuergänger, Forschungsdaten schaffen. Ist es auch das? Ja, das dürfte es sein. Mal sehen, was das ist. Hier. Moment, da ist noch was mit 0% da. Da muss ich hin. Das sieht ja nach einer Anomalie aus hier irgendwo. Und das gefällt mir. Naja, also hier ist nichts bei mir Anomalie. Vielleicht hier. Ich habe eine Anomalie geortet. Ja. Zum Laufen, dann
Sonde. Okay, kann man dann weg. Etwas gefunden. Dann mal landen. Ein kaputter Mac. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass es wird ekelhaft. Ja, einer fehlt noch. Und ich weiß sogar, wer das ist. Thane und Jack. Ich hab da, ich könnte das auch einmal, aber nö. Ich möchte euch noch ein bisschen mehr bekommen. Thane, Sonnenbrille, yeah! Werfen. So, und Jake. Schockquelle. Sieht einfach geil aus. Der sieht nicht kaputt, der sieht nur in... Ja. Ich orte ein großes Ressourcenvorkommen tief in den Wänden der Schlucht. Zum Abbau wird schwerer Sprengstoff benötigt. Hört sich gefährlich an. Für euch. Nein. Nochmal aktivieren. Reines Stück. Aber das war so Nasen zueinander. Uah. Oh ja, gut, eine Tür anlegen. Was soll das Ding machen? Ich trau dem Ding nicht, echt. Und dass ich hier das abbauen soll, habe ich jetzt auch mitbekommen. Aber was? Ich verstehe jetzt den Sinn nicht ganz. Da verpeile ich gerade irgendwas. Was macht der hier? Vor allem, warum ist er alleine? Was macht der hier? Es ist... Ich weiß nicht, diese Mission ist komisch. Ich sehe sie. Varen? Oh.
Was macht ihr da hinten? Hallo, kommt doch mal mit hier. Also mir ist nicht wohl, auch aufgrund jetzt der Musik hier, die jetzt kommt, die ist irgendwie so geheimnisvoll. Da ziehe ich nur meine Waffe irgendwo hin, wohin will ich überhaupt. Also ich kenne auch diese Mission komischerweise überhaupt nicht, deswegen bin ich jetzt etwas erstaunt. Also das ist wirklich, finde ich, blind. Ich weiß nicht, wo der hin will, was er hier macht. Ich weiß auch, wo will er eigentlich hin? Okay, wir bauen wieder auf irgendwelche Dinge drauf. Hat aber irgendwie nichts gebracht, weil dies. Nochmal. Überhitzt, okay. Aber das ist natürlich noch besser, weil jetzt wissen wir nicht, wo wir hingehen sollen. Also, wir haben jetzt diesen Weg hier bekommen, aber wir wissen nicht, was zum Teufel ist das hier? Ressourcen, okay. Denkt ihr ja schon mal nicht schlecht, Ressourcen. Untersuchen. Platin. Also, das ist Platin-Grün. Das war's. Das war ja lame. Wir haben 5000 Platin gefunden. Oh mein Gott. Mein Gott, was ist eine Mission? Zwei Werbens und ich dachte schon, es wird was Schlimmes. Wie sehr man sich auch irren kann, da gibt's da nicht.